Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Resident Evil Projekt, und zwar diesmal Code Veronica X. Ja, wir haben Zero durchgemacht, Teil 1, Teil 2, Teil 3, und jetzt kommt Code Veronica. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hoffe, ihr auch. Ich kenne zwar das Spiel schon, ist auch schon sehr alt, das Spiel, würde ich mal sagen. Und ja, viele kennen das vielleicht von euch auch. Vielleicht der eine oder andere nicht. Deswegen, ich werde auch jetzt nichts dazu sagen. Ich kenne zwar die ganze Story, viele von euch wahrscheinlich auch, aber trotzdem, die Leute, es gibt vielleicht Leute, die das gar nicht kennen. Deswegen also nie spoilern, liebe Leute. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ich würde direkt sagen, viel Spaß mit dem Intro. Resident Evil. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Your identification number is WKD-4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams.
Ja, liebe Leute, hier sind wir. Ja, ihr habt bestimmt schon die Vorgeschichte jetzt gerade gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall passiert, bevor sie jetzt hier gelandet ist. Ja, mit dem Feuerzeug könnte ich besser sehen. Da frage ich mich, da wir ja gefangen genommen wurden, warum hat die überhaupt ein Feuerzeug dann noch? Das ist die große Frage, ne? Aber das soll uns ja nicht interessieren. Ja, jetzt habe ich das vergessen zu nehmen. Das machen wir doch einmal ganz kurz, ausrüsten. Und dann schauen wir mal. This prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Ja, so wie es der Anschein hat, sind wir auf einer Insel, wurden wir gefangen genommen. Und ja, wie man erkennt, wir müssen hier entkommen. Aber laut dem Gefängniswärter, ich sag jetzt einfach mal Gefängniswärter, ja, soll es hier kein Entkommen geben. Aber wie man ja Claire und so kennt, ja, da wird es wahrscheinlich eine geben. So, hier haben wir erstmal Spielanleitung. Ja, das. Das brauchen wir ja jetzt nicht, weil das sind so die Grundsachen. Was haben wir denn hier? Blutstillmittel. Die Dose ist leer. Okay. Alles klar. Was ist denn hier? Seine Augen sind verschlossen. Er blutet noch. Ich sollte Blutstillmittel besorgen. Liste der Gefangenen. Ich stehe an letzter Stelle. WKD 4496 Claire Redfield. Am Ende des Textes steht der Name des Wächters. Umbrella Medizin. Paris, Leiter dritter Wachdienst, Rodrigo Juan Raval. Ja, wissen wir jetzt, wie der heißt. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Messer. Das nehmen wir direkt mit, würde ich sagen. Und dann wollen wir mal weiterziehen. Wir wollen jetzt hier aus dem Gefängnis heraus. Dementsprechend mal gucken. Hier haben wir noch ein Farbband. Ja, das ist eine alte Schrankmaschine. Können wir unser Spielstand speichern? So, Farbbänder brauchen wir hier natürlich auch wieder. Gut, in Teil 2 und 3 brauchten wir das ja nicht, weil wir das auf Standard gezockt haben. Sonst hätten wir, glaube ich, Farbbänder gebraucht. Was haben wir denn hier? Nichts Besonderes. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Ganz langsam geht's da hoch. Da hat jemand ein bisschen Angst. Die Jill. Ach, Jill sei schon. Claire Redfield, weil. Sei schon Jill. Daran merkt man, wir haben schon zu oft mit Jill gezockt. Teil 1, dann Teil 3. Naja, was haben wir denn hier? Wir lesen nochmal. Ein Transport-LKW. Benzin läuft aus. Ein toter Fahrer und sein Aktenkoffer sind zu sehen. Okay. Ja, gut, das kriegen wir ja noch nicht. Thank you.
Ja, überall Zombies. Ja, war klar, dass ich gebissen werde. Ja gut, so oft wollte ich jetzt nicht gebissen werden. Na gut, ist passiert. Ja, normalerweise in der Regel werde ich nur zweimal getroffen, maximal. Aber dreimal, ist schon bitter, muss ich sagen. Naja, was soll's. So ist es halt, ne? Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. But once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Ja, das war der Steve. Den werden wir aber auch noch näher kennenlernen. Wir haben erstmal eine Pistole bekommen. Und ja, ich kann euch sagen, hier liegt auf jeden Fall noch was Schönes. Und zwar eine Pistolenmunition. Und ja, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ja, so wie wir gehört haben, ist auch ein Gefangener hier. Na, mal sehen, was wir aus dem noch herausbekommen. Apropos, wie sieht es denn aus? Aber wir sind auch gut. Das ist doch... Darauf kann man aufbauen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch Kräuter. Hat für welche? Grünes. Okay. Dann wollen wir mal erstmal hier in das Haus rein. Oder in der Baracke oder wie auch immer. Wie man das genau nennt, weiß ich jetzt gar nicht. Komm schon. Normalerweise brauchen wir hier gar nicht alle abschließen, aber naja, ich bin so einer, der gerne alle abschließt, muss ich dazu sagen. So, den haben wir auch schon mal. Okay. Ach, nachladen. Der lebt nicht mehr, der lebt auch nicht mehr, der ist auch schon mal gut. So, was haben wir denn hier? Da liegt, da ist aber die Gefängniskarte nehmen, aber natürlich. Sie haben die Gefängniskarte genommen, da ist ja schon mal was. Okay, da haben wir nichts mehr, okay. Haben wir hier noch was? Diesen Toilettenbecken hat viele widerliche Flecken. Außerdem riecht es hier furchtbar. Hey, mussten sich alle eine Toilette teilen. So gesehen. Was liegt denn? Ah, guck mal, hier haben wir doch noch Kraut. Ein grünes wieder. Haben wir denn sonst noch was? Naja, sieht nicht so aus. Ja gut, dann gehen wir auf jeden Fall mal weiter.
Tisch haben wir nichts, ne? Der sieht nicht sauber aus. Sollen wir schon mal nachladen? Ja, komm. Wir können schon mal kombinieren. Also nachladen. Machen wir schon mal. Ist, glaube ich, auch besser. Ja, guck mal, da kann doch schon mal nichts heißen, wenn hier Zombies irgendwo dran klappern. Tagebuch des Gefangenen. 13. Mai. Dieses Loch hier stinkt nach Tod. Nach meinen derzeitigen Informationen vermute ich, dass ich weit südlich vom Äquator bin. Ah, sorry, ich bin so cool. Zum Glück ist Bob in der Koje. Unter mir einer der wenigen interessanten Typen hier. 16. Mai. Bob hat mir heute eine wilde Geschichte erzählt, warum er hier mit mir in diesem Loch steckt. Er war wohl mal der Sekretär vom Boss dieses Ladens. Und dieser Boss namens Alfred hat ihn wegen eines winzigen Fehlers hier eingesperrt. Was bedeutet das für mich? Was wird mit mir geschehen? 20. Mai. Ohne Vorwarnung hat eine Gruppe bewaffneter Militärs Bob hier rausgeholt und in das Gebäude hinter der Guillotine gebracht. Ich werde mich um Mitternacht hier rausschleichen, um mit ihm zu reden. Ich habe gehört, dass niemand aus diesem Gebäude jemals wieder zurückgekommen ist. Außerdem schleppen die da dauernd irgendwelche riesigen Plastiksäcke raus. Ich sollte lieber für Bob beten. 21. Mai. Es war ein Fehler. Ich hätte nicht dort hingehen sollen. Was geht da drin vor sich? Ich habe nur ein irres, unheimliches Lachen gehört und Bobs Schreie. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Wird es mir genauso gehen? Ich darf das nicht zulassen. Ich darf einfach nicht. 27. Mai. Seit meiner letzten Eintragung sind all meine Mitgefangenen in dieses Gebäude rübergebracht worden. Ich weiß, dass ich als Nächster dran bin. Es ist ganz offensichtlich, dass wir alle nur als Versuchstiere für diesen Feind Alfred hier sind. Es gibt kein Entkommen. Was soll ich bloß tun? Ja. Das ist halt so eine Sache hier. Aber was will man auch von Umbrella erwarten, ne? Da ist nicht nur ein Gefängnis, einfach ein Gefängnis. Dementsprechend. Guck mal, hier liegt Munition. Ah, nice. Oh oh. Ach, guck mal, der Waffen. So, nehmen wir die Waffen. Schnell raus hier. Bei dem will ich jetzt nicht bekämpfen. Weil das ist jetzt unnötig, wenn wir den bekämpfen noch. Dementsprechend. Ach, guck mal, da ist wieder ein Zombie. Aber den müssen wir auch nicht erledigen. Von daher gehen wir jetzt weiter. Ich habe auch keinen Platz mehr, ne? Sehe ich gerade. Ne. Aber gut. Na, warte mal, wir können mal kurz schon mal kombinieren. Dann müssen wir das gleich nicht machen. Was da wohl auf uns lauert. Aber kann man sich ja schon denken, oder? Ihr wisst das bestimmt, was da unten lauert. So, jetzt müssen wir erstmal hier rein. Einige Zombies. Oh, ich kann mich erschrocken. Obwohl ich das eigentlich wusste, dass die dagegen hämmern. War gut. So, nachladen. Der ist auch erledigt. Perfekt. Perfekt. Deposit any metallic items you have in the security box. Ja, hier müssen wir all unsere Metallgegenstände ablagern.
Er trifft dazu, dass... Ja, die ganzen Waffen und auch das Feuerzeug muss man hier reinlegen. Leider müssen wir da. Verschiedene Kisten. Nichts scheint hier nützlich zu sein. So, jetzt sind wir nämlich hier. Was haben wir denn hier? Ein Heilungsspray. Okay. Das ist ja schon mal was. Ein Kontrolltafel für den 3D-Scanner. Hier ist ein Schalter zum Hochfahren. Den Schalter betätigen. Aktiviere den 3D-Scanner. Zum Scannen Objekt in das Ablesegerät hineinlegen. Ja, okay, da brauchen wir auf jeden Fall was. So, was ist denn hier? Handbuch. 3D-Duplikator, Benutzerhandbuch. Unser neuestes Produkt der 3D-Duplikator besteht aus zwei Teilen. Der 3D-Scanner. Diese Teil tastet ein dreidimensionales Objekt ab. Legen Sie einfach das abzutastende Objekt auf die Scannerschale. Es wird dann in 3D-Daten erfasst, die wiederum an den Duplikator weitergeleitet werden. Der Duplikator. Wenn Sie das umzuwandelnde Material auf die Maschine legen, können Sie mit der Umwandlung aufgrund der vom Scanner aufbereiteten 3D-Daten beginnen. Die Umwandlung wird mit 100%iger Datengenauigkeit vorgenommen. Das Ergebnis ist ein perfektes Duplikat des Originals. Ah, okay. Ja, das müssen wir auf jeden Fall benutzen. Kann man sich aber schon denken, oder? So, was haben wir denn hier noch? BOW-Granaten. Gasgranaten, oder? Was war das jetzt? Dann gehen wir mal durch die Tür. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, da hören wir ja schon jemanden auf die Tasten hauen. Verfaxte Antrag auf Zugang zur Haftanstalt. Bitte lesen Sie den folgenden Antrag auf Zugang zu unseren Einrichtungen sorgfältig durch und fügen Sie den Namen des Antragstellers der Liste der erwarteten Besucher zu. Paul Steiner, Leiter Gefängnisse, Wachraum. Hiermit beantrage ich Zugang zum Haftbereich D. Persönliche Daten. Name des Besuchers Carl Grissam. Zweck des Besuchers, Anlieferung folgender Gegenstände. Erstens, neue Probe des Produktes TG01 von Metal Industries. Zweitens, diverse Verbrauchsgüter, die das Personal der Haftanstalt bestellt hat. Anmerkung. Erstens, benutzt Lieferfahrzeug. Zweitens, TG01 Muster wird in gekennzeichnetem Aktenkoffer transportiert. Okay. Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks, I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can, I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Ja, der Steve, der hatte, da weiß ich nicht, ne, was mit dem los ist. Warum der auf einmal so drauf ist. Kontrollgerät für den Rouladen. Den Hebel hochziehen. Machen wir dann mal. Werden wir wahrscheinlich sowieso brauchen. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Das ist nämlich das Ding, was wir duplizieren müssen.
Weil wir kommen ja nicht mit Metallgegenständen heraus, deswegen müssen wir da duplizieren, weil er zählt dann nicht als, ich glaube, als Metallgegenstand. Die E-Mail an Leon wurde bereits abgeschickt, ja. So gesehen hat sie jetzt einfach den Leon Bescheid gesagt, dass der Chris verfolgt wird. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier auf jeden Fall erstmal einen Cut. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr so dieses Projekt findet. Also wie ihr das Spiel allgemein findet oder dieses Projekt, wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall auf jeden Kommentar freuen. Außer so Spoiler oder sonst irgendwas. Auch wenn ich das jetzt komplett schon kenne, das Spiel. Aber ich finde, das ist einer meiner Lieblingsteile. Mit Code Veronica. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sage tschüss und bis dann.